Ja, hallo. Willkommen zurück auf Monte Cruz. Wir sind jetzt wieder da und waren jetzt gerade 4 Monate in der Schweiz, waren arbeiten und haben jetzt gerade die erste Nacht hier wieder auf unserem Grundstück geschlafen und sind total überrascht. Und ja, wie ihr es vielleicht seht, ich habe jetzt hier mal ein bisschen aufgerüstet, haben jetzt mal ein Mikro besorgt. Ich hoffe, dass man das alles ein bisschen besser versteht, was ich so erzähle. Habe mal in eine neue Kamera investiert. Erst einmal will ich mich bei allen bedanken, die sich jetzt schon unsere ersten Videos angeschaut haben, die sie kommentiert haben und Fragen und Anregungen dagelassen haben. Schon mal vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass das weiter so gut klappt. Genau. Ich mache jetzt mal mit euch eine kleine Führung übers Grundstück, zeige euch, wie alles so gewachsen ist. Wir sind sehr überrascht. Also, wir fangen mal hier vom Haus an. Hier hatte ich ja die Mauer gebaut und darauf hatten wir Mittagsblume gepflanzt. Die ist jetzt, wie man hier sehen kann, auch echt gut angewachsen. Manche wiederum nicht. Die ist daneben. Die hat es nicht geschafft. Aber auf jeden Fall gut. Also man muss ja bedenken, wir waren jetzt, wie gesagt, 4 Monate nicht hier. Es hat ein einziges Mal geregnet, glaube ich. Und das auch erst vor 1 Woche oder vor 2 Wochen. Und ansonsten halt gar nichts. Die haben kein Wasser gesehen, keiner hat sich um die gekümmert. Und deswegen sind wir über alles total überrascht und erfreut, was jetzt am Leben geblieben ist. Dann hier der kleine Baum. Der hat auch wunderschön, der hat das gemacht, was wir halt wollten. Wir haben unten alles weggenommen. Und dann hat er hier unten nicht so viele Triebe bekommen und hat seine ganze Kraft in den Hauptbaum gesteckt. So soll es sein. Ja, in der Mitte dann hier noch die Oliven. Ach ja, heute ist der, welches heute? Der 30. Oktober, glaube ich, ist gerade die Olivenerntezeit. Und wie man hier auch sehen kann, hängen hier auch überall Oliven dran. Das freut uns natürlich auch sehr. Jetzt können wir die ersten Oliven, die ersten selbst geernteten Oliven können wir einlegen. Die werden jetzt 3 bis 4 Wochen in Salzwasser gewässert, dass die Bitterstoffe verlieren. Und dann kommen die in Öl und ja, dann sind sie halt so, wie man sie kennt. Aber halt aus dem eigenen Garten. Super. Ja, hier nochmal kurz dazu. Haben jetzt halt wieder unser Zelt aufgebaut. Wir sind jetzt nicht mit eigenem Bus hier. Das hätte zu viel Sprit und Zeit gekostet. Haben uns jetzt wieder einen Mietwagen genommen. Und wir haben jetzt hier einen Wohnwagen auf dem Grundstück stehen. Sehr cool, haben wir geschenkt bekommen. Ist ganz schön in die Jahre gekommen. Ist bestimmt schon jetzt 30, 40 Jahre alt. Sieht auch dementsprechend aus, ein bisschen ramponiert, aber ja, hier möchte man jetzt gar nicht. Naja, hier steckt jetzt auch viel Arbeit drin. Aber man hat auf jeden Fall erstmal was man jetzt halt wieder auf Vordermann bringen kann. Und dann, ja, kann man da drin erstmal leben. Also hoffen wir zumindest, dass das so klappt alles. Der soll ja nicht stehen bleiben, der kommt dann runter in den Gartenbereich, da wo jetzt auch unser Klohaus steht, dass man das dann gleich da so benutzen kann und ja, als erste Bleibe. Müssen wir viel Arbeit reinstecken. Und dann zeige ich noch mal kurz hier noch die Steingartenecke. Hier hat irgendwas den schönen von Tosca angelegten Weg zerstört. Ich denke mal, es waren Wildschweine, die hier noch irgendwas gesucht haben. Haben zum Glück das hier stehen lassen, das lebt und wächst. Und wie gesagt, wir freuen uns bei allem, was jetzt hier stehen geblieben ist und noch lebt, weil 4 Monate lang nur Sonnenschein, kein Regen. Und dann war das ja natürlich, wer jetzt Nachrichten geschaut hat im Sommer, war das hier echt ein ziemlich langer, schrecklicher Sommer für viele. Es hat überall gebrannt. Ich glaube, 380.000 Hektar sind in Portugal abgebrannt, Eukalyptusplantagen. Viele Menschen sind gestorben. Und ja, an sich ziemlich, ziemlich gruselig. Der Regen, der jetzt hätte kommen müssen im September, ist ausgeblieben. Und ja, deshalb sind wir für alles froh, was jetzt hier stehen geblieben ist und noch existiert. Genau. Hier noch die Keule, nennen wir so immer. Die haben wir auch gepflanzt. Die hat bestimmt jetzt im Sommer 10 cm zugelegt. Die hat dann Volumen verloren, aber an Höhe gewonnen. Und der geht es halt auch super. Das freut uns auch riesig. Genau, dann ist da noch. Neben der Flasche, die da liegt, ist noch so ein Aloe-Gewächs, was jetzt hier im Schatten des Alfarobas. Also, wir denken, dem hat es hier einfach gefallen und hat auch überlebt. Das ist super. Ja, okay. Jetzt gehe ich nochmal in den Garten, da gibt es auch noch einiges zu sehen. Dabei erzähle ich schon mal schnell. Also, wir sind jetzt 6 Wochen hier. In der Zeit ist natürlich wieder viel geplant. Wir haben einiges vor. Und das große Projekt, was halt ansteht, ist jetzt halt einen See schieben zu lassen. Das wäre halt ganz wunderbar. Das ist halt ein ganz
trockenes Gebiet hier, wie gesagt, und wir brauchen einfach Wasser. Wir haben vor hier, jetzt, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Man sieht da vorne so leicht die Straße, den Weg und jetzt dieses ganze Tal, was jetzt hier so ist, von dem Weg bis hierher, bis hier runter, möchten wir am liebsten einen See haben. Jetzt haben wir einen Seebauer angeschrieben, der in Portugal schon viele Seen für Leute geschoben hat. Mit dem treffen wir uns jetzt und der guckt sich das hier mal an, ob man hier was machen kann. Oder wir haben keine Ahnung, ob das alles so möglich ist, wie wir uns das vorstellen. Und ja, es geht aber auf jeden Fall schon mal los. Das freut uns. Und ja, dann hatten wir hier im Frühjahr freigemacht, die ganze alles hier von Brombeeren befreit. Das ist im Endeffekt auch im Großen und Ganzen so geblieben. Die kommen jetzt natürlich alle nach. Aber man kann die halt leicht und schnell wieder dem Erdboden gleich machen. Und ja, wie gesagt, man wird sich ewig mit den Brombeeren abklagen. Ja, das ist jetzt halt auch so das nächste Projekt, was wir so angehen, ist halt diesen Teil dahin freimachen. Und das ging ja erstmal nicht, weil der Wein da überall drin hängt. Und dann haben wir gesagt, das bleibt erstmal und sollte erstmal wachsen und seine Früchte bilden. Und das ist jetzt durch, da hängt jetzt nichts mehr dran, kein Wein. Die Weinernte ist an sich vorbei. Ja, hier Alfaroba und Wollmispel, sieht alles super aus. Die Wollmispeln, die kriegen jetzt, haben jetzt hier alles voller Blüten. Das werden wir jetzt natürlich nicht erleben, wie sie blühen. Aber denen geht's gut. So, dann hier ganz großes Highlight für uns. Wir hatten hier die Banane ausgepflanzt und die hat wirklich diesen trockenen Sommer überlebt. Was total erstaunlich ist, die ist an sich eine tropische Pflanze, braucht eigentlich jeden Tag Wasser. Und da kommen wir her und ja, das Ding lebt. Also echt erstaunlich, total super, dass sie das geschafft hat. Ja, dann, wenn man es da sieht, sieht man es, ja. Überall Sonnenblumen, alte Sonnenblumen. Wir haben ja den Gründünger ausgebracht und die haben es echt auch geschafft, dass hier noch 2,50 Meter hohe Sonnenblumen gewachsen sind. Auch total erstaunlich, ohne Wasser, ohne nix. Es muss halt hier wirklich an diesem Tal liegen. Da vorne ist ja unser Brunnen, also hier steht halt auch das Grundwasser. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir Pflanzen überlebt haben. Hier hat wirklich 3 Monate lang mit 40 Grad die Sonne drauf geprasselt. Das ist eigentlich der Tod für alles. Und aber irgendwie haben sie es geschafft. Hier vorne hatten wir ein Papyrus reingepflanzt. So ein wasserliebendes Gewächs auch. Und das hat es auch geschafft. Das ist jetzt hier ein bisschen im Urwalddickicht. Es ist halt allgemein total viel gewachsen. Wir hatten hier so viel freigemacht und jetzt kommt man ja schon fast gar nicht mehr durch. Hätten wir nie gedacht, dass das über den Sommer so extrem ist. Ja, unsere Hügelbeete auch, jetzt, die sind jetzt auch schön zusammengesackt. Die müssen jetzt aufgebaut werden mit allem, was wir jetzt da aus der Ecke holen. Oh, das blendet. Muss jetzt ja mal weitergemacht werden. Wieder einen Freischneider auspacken und dann geht es ja auch gleich los. Wir freuen uns schon tierisch, jetzt hier wieder rumzuwüten. Genau, hier auch nochmal sehr erstaunlich, will ich euch nochmal zeigen. Hier war auch nichts, hier hatte ich alles mit dem Freischneider komplett umgehauen und hier läuft ja da irgendwie vom Brunnen ein bisschen Wasser aus oder so und jetzt halt wunderbar ist ja alles Mögliche gewachsen. Unter anderem auch, und was mich auch sehr freut, hatte ich einfach mal so ein Experiment gemacht und hatte von einer gekauften Ananas aus dem Laden, habe ich den Strunk abgemacht, habe den in Wasser gesetzt erstmal und das ist auch gar nicht so richtig geworden. Ich dachte, es bildet irgendwie erstmal Wurzeln oder so und dann mussten wir aber schon los. Und da habe ich die einfach eingesetzt und jetzt ist die angewachsen und jetzt steht hier praktisch eine Ananas. Das ist total super. Die ist halt, die trägt Früchte erst im zweiten Jahr. Ich denke mal, die hier vielleicht erst im dritten. Die ist nur ein bisschen klein. Aber ja, cool auf jeden Fall. Jetzt kommt halt auch die Zeit. Also hatten wir uns vorgenommen, dass wir jetzt halt die Bäume nochmal richtig beschneiden. Das macht man ja so am Ende des Jahres, wenn die jetzt aus der Blüte und aus den Früchten raus sind, dass man die nochmal ordentlich beschneidet und dann kriegen die auch mal eine richtige Form. Die haben jetzt 10, 20 Jahre, hat sich ja da keiner drum gekümmert. Genau, unser Klohaus. Alles super, sieht noch genauso aus wie vorher. Ja, dann sehen wir jetzt hier noch so ein paar Oliven, also alle Oliven, die wir jetzt eigentlich so haben auf dem Grundstück, was jetzt vielleicht so 30 Bäume sind insgesamt. Davon haben bestimmt 20 tragen echt ordentlich Oliven. Was uns auch sehr freut, die werden jetzt alle gepflückt. Die kommen jetzt auch zu einem Freund von uns, der selber Öl herstellt und so. Da kriegt man dann noch ein bisschen Olivenöl. Und ein paar legen wir uns ein. Und auch die Bäume müssen jetzt halt an sich erstmal verschnitten werden. Die sind halt da oben total verästelt, gewachsen und auch nicht schön. Man kommt nicht ran. An sich alles sehr trocken. Echt. Aber so ist es halt. Also gerade jetzt im November, da hat es dann halt 5 Monate lang nicht geregnet. Und da ist natürlich überall alles verbrannt. Deshalb sind wir wirklich froh, dass auch gerade hier unten im Tal alles so schön geblieben ist im Endeffekt. Ja, und deswegen brauchen wir halt auch einen See. Am liebsten 2 Seen.
am liebsten noch ein paar Terrassen schieben lassen, da oben auf den Hängen, dass einfach Wasser, was vom Himmel fällt, nicht einfach jetzt über den festen Boden, der sowieso überhaupt kein Wasser aufnehmen kann, abrinnt und sich dann irgendwo sammelt, wo wir es nicht gebrauchen können, sondern dort bleibt, wo es halt benötigt wird. Und da hoffen wir jetzt einfach mal auf den Seebauer, dass der uns hier was Schönes hinzaubern kann. Und ja, auch gespannt bin ich natürlich, wie teuer das ist, da habe ich keine Ahnung. Genau. Ja, was wollte ich noch? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Wir haben jetzt 6 Wochen Zeit und werden uns jetzt erstmal ins Getümmel stürzen. Ich halte euch auf dem Laufenden.